R-E-W-I-N-S-I-D-E. Nein, doch. Oh, hey Leute, was geht ab? Willkommen zu diesem kleinen Special zu Minecraft Empire. Was höre ich da? Genau, es ist die letzte Folge. Es ist dein Bestes, was wir für euch vom gestrigen Stream erstellt haben. Macht euch keine Sorgen, meine Freunde. Ich bedanke mich erstmal für das rege Interesse an diesem Projekt. Empire wird auf jeden Fall im neuen Jahr definitiv irgendwann wiederkommen. Jetzt habe ich auch noch eine kleine Werbemaßnahme, die ich hier unterbringen muss. Und zwar gibt es nun im Raven Store den Winterschlussverkauf. Alle Teile der ersten Raven Store Kollektion extrem reduziert. Beispielsweise das Hero Shirt in Unisex und Petrolfarben. 50% des Gewinns gehen an den Tangenishi Logo Namibia e.V. Das ist übrigens diese Charity-Organisation, die wir unterstützen. Schaut auf jeden Fall mal revenstore.de vorbei, meine Freunde. Alles ist heftig rabattiert. Und ich würde mich sehr darüber freuen, meine Freunde, wenn ihr da mal ein Auge reinwirft. Ja, ich würde sagen, das war's. Ich wünsche jetzt ganz viel Spaß mit dem kommenden Video bei diesem Minecraft Empire. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, Leute. Kauft mein Merch. Masi, Tobi, oh mein Gott, was ist hier vorne passiert? Bleib lieber hier, das ist tausendmal sicherer als draußen. Okay. Wir müssen uns erstmal vorbereiten. Ich habe mitbekommen, dass hier noch einige Leute sind, die unbedingt rein müssen. Also verstehst du, die halt mit uns kämpfen müssen. Henry, Masi, was ist das hier um unser Haus? Ich kann hin. Masi, pass auf, halte dich von den Mauern fern. Okay, ich habe nichts gemacht, tut mir leid. Wann geht das denn hier los? Ich meine, ich weiß nicht, wenn Merrick angreift. Vielleicht in ein paar Minuten, vielleicht länger. Ich habe gesehen, sie positionieren sich schon, die Truppen. Aber wir brauchen einfach mehr Leute, bis wir gegen angreifen können. Mann, ey, wo sind denn die Leute, mit denen wir abgemacht haben? Wo ist zum Beispiel ein Petrit? Masi, ich will ja wirklich nicht... Was ist los? Aber hier sammeln sich ganz seltsame Gestalten um die Mauern. Wir sollten wirklich schnellstmöglich zugreifen. Ja. Darf ich ganz kurz vielleicht eine Ansprache an die Stadt halten? Ja, mach das. Du kannst Männer, gerne eine Ansprache heute entscheidet sich, ob Empire jemals wieder zurückkehrt oder ob wir der Dunkelheit unterliegen. Heute entscheidet sich... Ob ein Triumph in die Geschichtsbücher eingeht oder ob niemals Geschichte geschrieben wird. Heute haben wir einmalig die Chance, die Dunkelheit für immer abzuwenden und unsere Stadt, all das, was sie zu lieben, zu retten. Ich bin stolz, mit euch an einer Seite kämpfen zu dürfen. Ich bin stolz auf dich, Masitrix. Ich bin stolz auf dich, Tobi. Ich bin stolz auf dich, Katz. Und ich bin stolz auf dich, Corona. Jawohl. Dass ihr alle dabei seid, um uns gemeinsam gegen die Dunkelheit von Maverick und seinen barbarischen Treiben aufzulehnen. Zusammen. Gegen Maverick. Zusammen. Maverick. Für Empire. Masi, was tun wir? Wir gehen in die andere Welt, um den Chaosbaum zu zerstören. Das bedeutet, wenn wir den Chaosbaum zerstört haben, weiß ich nicht, ob der Baum des Lebens noch genauso funktioniert, dass er uns wiederbelebt. Seid ihr bereit dafür? Für Empire! Na gut, Leute, machen wir uns bereit für den Angriff. Drei. Jawohl. Zwei. Mann. Oh. Okay, Angriff! Für uns an! Für Empire! Auf geht's! Oh mein Gott, passt auf, Tobi! Das sind schon Toten! Hier sind die ersten Toten! Was zum Teufel, sie haben die Wache niedergestreckt! Oh, tötet sie! Wo denn, was denn? Wen? Ist das Sinus? Nein, die sehen nur aus wie Sinus. Ja, die sehen ähnlich aus wie Sinus. Oh, sie sind zu stark! Sie sind. Oh Gott! Feuer! Okay, da einer noch. Oh Gott. Voran! Das Feuer müssen wir unbedingt löschen. Oh Gott! Oh, sehr gut. Sehr gute Waffe, die du da hast. Ich weiß nicht, wer ist hier. Oh mein Gott! Au! Männer! Nimm mein Teleportstab nicht! Lech das Feuer, die Stadt brennt da nieder! Kommt! Wir müssen auf Masi warten! Schlachtet sie alle zusammen ab! Ich hab den Stab! Dankeschön! Ich geb ihn dir! Oh mein Gott, danke dir vielmals, Katze, dass du mich gerettet hast! Aua, nass! Oh Mann! Aua! Schlachtet sie nieder für Empire! Kommt schon! Sehr gut! Wasser platzieren ist eine geniale Idee! Corona, mehr davon! Lösch den ganzen Weg ab! Lösch den ganzen Weg ab! Achtung, da vorne kommen die Nächsten! Verdammt normal, Maverick strengt uns irgendwie ein, es ist alles so ruckelig. Aber das kann doch nicht alles sein hier, oder? So eine Handvoll Schergen oder sowas. Ich glaube kaum, dass das alles ist. Ich meine, vielleicht sind das die Ersten, die einfach nur da sind, um uns zu schwächen. Ich meine, ich spüre schon, wie mir die Energie weggeht. Nein, Masi, ja, bleib bei uns. Was können wir denn dagegen tun? Achtung, Katze, ich rette dich. Der ganze Raum. Masi, das führt uns alles hier vorne rüber zum... Achtung, der Nächste kommt. Zum Turm. Vorsicht, sie sind bewaffnet. Natürlich führt uns das alles zum Turm. Ich meine, dort ist ja auch der Ursprung. Woher wollen sie sonst kommen? Ja, alles löschen, Leute. Hört ihr das? Das ist Maverick. Mir gefällt nicht, dass der noch atmet. Der klang letztes Mal aber anders und irgendwie... Ich wollte gerade sagen. Vorrücken. Oh, Revi, du bist ein extrem starker Kämpfer, Mann. Wie hast du gelernt, so krass zu kämpfen? Mein Vater hat mich ausgebildet damals. Los! Oh, wie viel lass mich vorrücken mit Flammenwerfer! Corona beiseite!
Alles gut, mach es! Übernimm's! Oh Gott, okay, 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 und nach vorne tötet sie! Passt zu! Oh, ich sehe nichts mehr! Seid ihr noch da? Was ist geschehen? Habt ihr das Gefühl, ihr kommt einfach so durch? Erinnert ihr euch noch an einen von euren Kämpfern? Hm? Jemand, der auf meiner Seite übergelaufen ist? Sprichst du von Ellieboy, du Hund? Ich bin hier, mein Meister. Ellieboy, tu das nicht! Ellieboy! Ellieboy! Ellieboy, hörst du mich? Ich bin hier. Was passiert mit mir? Was passiert mit mir? Ich sehe euch wieder. Was war das? Ich war blind. Leute, ich... Wieso machst du das? Ellie! Ich sehe alles. Ellie, was zum... Du siehst alles. Gesamte Welt. Ich sehe alle Dimensionen. Verschwinde, weich zurück, Ellieboy! Ellieboy, was macht Ellieboy? Ellie, was ist mit dir? Verschwinde! Ellieboy! Gedankenkontrolle, Ellie. Hör nicht auf ihn. Aua. Ellieboy, hör mich an! Sie zu töten. Yeah. Masi, was machst du? Masi! Was machst du? Helft mir! Ich bin in dem Portal und er kann alle Gestalten annehmen, die er will. Ich habe keine Möglichkeit mehr. Leute, ihr müsst mir zuhören. Ich werde die Zeit damit verbringen, das Portal aufrecht zu erhalten und mich in das Portal reinzuarbeiten. Männer! Goldapfel und springt! Achtung! Was sind denn das da? Ihr seid das in einer Welt, in einer ruhigen Illusion. Wir müssen den Chaosbaum zerstören. Ellieboy, hör auf, Ellieboy, bitte, wir gehören zusammen. Ihr habt was keine Chance gegen mich. Early. Er hat Dorfbewohner gezwungen, für ihn zu kämpfen. Stirb, Ellieboy. Was zum... Er hat die Explosion überlebt. Was zum Teufel, ich... Unbedingt den Schlüssel brauche, um Maverick zu töten. Welche Schlüssel? Masi! Masi, hörst du mich? Masi, welche Schlüssel? Wovon spricht der? Hörst du mich? Ihr müsst euch unbedingt darum kümmern, dass ihr das Portalteil findet. Das hier ist eine Illusion, es ist nur ein Ablenkungsmanöver, damit die anderen Monster alle angreifen. Was für ich versuche gerade irgendwie einen Zauber rauszufinden, um das Portal zu aktivieren, das am Ende von hier ist. Hinter den Hügel, hinter den Hügel. Hinter dem Hügel steht ein kleines Tor. Ja. Das sollte teleportieren. Ach, weiter zum Portal. Weiter zum Portal, weiter zum Portal. Dann erkennen Sie endlich, dass ihr keine Chance habt. Ich bin durch. Ich bin auch durch. Was? Oh mein Gott! Was hier los? Ich auch! Passt auf! Sind wir alle da? Was sind das? Passt auf, Ellieboy muss uns gefolgt sein! Nun, herzlich willkommen! Ihr wart beim Chaosbaum und in der Zeit, in der ihr da drin wart, wisst ihr, wie viel Zeit vergangen ist? In der wahren Welt schon 2 Stunden? 2 Stunden? Dann müssen wir uns beeilen, Leute, dann müssen wir uns beeilen! Ihr hattet die Chance, Maverick zu folgen, wenn ihr wisst, was Maverick für eine Macht hat. Wir werden ihn niemals folgen, Ellieboy, wir werden euch besiegen! Einfach durch, einfach durch, einfach durch! Oh, Leute, kommt zu mir, wo seid ihr? Hier. Ich bin hinten durch! Was zum Teufel, das ist... Ellieboy fliegt! Das ist die Chaoswelt, schlachtet die Monster, wir müssen die Monster töten! Herzlich willkommen in meiner Festung! Lauf zum Tunnel! Wie lustig das ist, wenn die Zeit bei euch vergeht. Kommt, ignoriert die Monster, Wir können das gemeinsam schaffen, Leute. Ich seh's. Lauf durch! Durch das Portal, Männer! Oh mein Gott, Ich sterbe! Ich auch! Sie guckt auf mich. Ich habe einen Ausweg gefunden. Alles gut. Ich muss hier oben heilen. Leute, ich habe gerade etwas rausgefunden. Es gibt auf der kleinen Seite, auf der rechten Seite, ein kleines Portal. Es führt in einen Lavastrom hinein. Wenn ihr dort reingeht. Oh Gott. Es passiert irgendetwas, aber ich weiß nicht, zu welcher Verbindung es steht, Leute. Aber ich habe nicht mehr viel Kraft, okay? Ich lauf durchs Portal! Auf geht's! Ich bin durchgelaufen! Ich bin durchgelaufen! Durch das Portal? Denkst du, dass du einfach so gegen mich... Oh nein! Ich bin zurück! Ich bin durchgefallen. Ich bin auch durch! Hä? Masi! Wo bist du? Masi, ja, ich seh dich! Folg mir! Ich habe nicht mehr viel Energie! Ich kann nicht mehr die Illusion aufrechterhalten! Hier rein! Ihr müsst hier Redet nicht ein! Ich bin drin! Geht durch die Lava! Wo rein? Oh Gott! Erkennt endlich, dass Maverick der einzig wahre ist! Hört mir zu! Da vorne ist Ellieboys Körper! Vielleicht... Ellieboy, wir befreien dich! Es gibt hier nichts zu befreien! Schlachtet Ellieboy! Wir können ihn befreien! Die einzige Möglichkeit, die besteht, ist... Das da, das ist das Innere von Ellie. Ihr müsst Ellie zur Vernunft bringen. Ellie, hör mir zu. Denk an all das, was wir erlebt haben. Denk an unseren Kampf gegen Gaia. Denk an die schöne Zeit, die du mit Baloo und Basti hattest, Ellie. Weil wir sind ein Team, wir gehören zusammen, verdammt nochmal. Wir gehören nicht zusammen. Ich gehöre nur zu Maverick. Denk an deine Freunde in der Stadt, Ellie Boy. Denk an deine Freunde in der... Ellie Boy ist niedergeschreckt worden. Ellie. Ellie, hör mir zu, bitte. Ellie Boy. Ellie, bitte. Du bist der Einzige in der Stadt,
der sich jetzt noch gegen uns stellt, Early Boy. Lass das Ganze gemeinsam zu Ende bringen hier, okay? Für ein besseres Ich, für eine bessere Zukunft, Early Boy. Ich werde mich niemals gegen Maverick stellen. Was habt ihr mir denn gegeben? Wir geben dir Freundschaft, Nähe, Liebe, Early Boy. Du gehörst zu uns, Early Boy, du gehörst zu uns. Du gehörst. Early Boy? Was passiert hier? Tod! Nein! Ellie! Ellie, hör auf! Ellie Boy, nein! Vorsichtig! Ellie Boy, tu es nochmal! Hier, nimm das TNT, Ellie Boy, wenn du gerade drin bist! Anja! Spreng deinen Seelenkettler! Zerstört die Statue! Spreng die Statue, ja! Oh Gott! Ellie Boy, was zum... Moment mal! Du hast dich gereinigt! Du bist ein Verräter! Early Boy, hörst du mich? Early Boy! Ich bin hier, Leute. Wie geht's dir? Early Boy, du bist zurück! Oh mein Gott! Ich weiß nicht, was Maverick gemacht hat, aber er hat die Macht über mich übernommen und mich verändert. Wir vergeben dir, Early Boy, wir vergeben dir. Du bist herzlich willkommen in unseren Reihen. Early Boy, vielleicht bist du der Schlüssel. Ja, ein Teil von mir ist der Schlüssel. Ja, dann lass die Statue einpacken und dann durchs Portal werfen. Einfach den Fuß abhacken, vielleicht hilft das. Ich glaube nicht, dass wir die Statue brauchen. Ich glaube, wir brauchen nur mich selbst. Dann los jetzt, Early Boy, komm, wir können es beenden. Das geht vor, geht ja, vor, wohin denn? Ich keine Ahnung. Da durchs Portal. Oh okay. Ihr wirklich. Los, Early. Was so? Was habt ihr gedacht, hä? Dass Marzi einfach so nach vorne kommt. Warum ist der Marzi? Mir gehört mir und Gaia. Wir wollten dir nie wehtun, Maverick, hör mir zu. Du wolltest mich töten, Maverick. Mich, Maverick, töten. Ich dachte, wir würden alle Freunde werden. Ich dachte, wir könnten alle eine gemeinsame Freundschaft führen. Ihr habt mir das Leben einfach genommen und dafür werdet ihr bezahlt. Marzi, hör auf, Marzi, hör auf! Es ist Marzi, es ist Maverick! Aber in der Gestalt von Marzi! Marzi, du bist da drin, ich weiß das, komm da raus, hör mir zu, Marzi! Du kannst das, genauso wie Early Boy! Ich habe eine Gestalt übernommen, einfach so! Marzi! Marzi, wehr dich dagegen! Aber alles, Leute, was ihr seht, das ist alles, was Maverick macht! Achtung, seine Schergen sind hier! Tötet sie, meine Kämpfer! Wir stehen das durch! Aua. Für Empire! Das alles ist instabil! Der gesamte Kampf ist instabil! Nichts stimmt! Marzi, was heißt das? Diese Welt, sie stimmt nicht! Maverick ist zwar da, aber ich glaube, er hat einen Todesanzeiger gemacht! Leute, die Welt so oder so kaputt ist. Hier? Was? Wir müssten Maverick so schnell wie möglich töten! Da kommt Wasser, siehst du es? Komm wieder hoch! Hier. Ich gebe euch eine Chance, ihr Schwächlinge. Unsere Welt darf nicht fallen. Töten wir Maverick, töten wir unsere Welt. Was sollen wir tun, Marzi? Wir müssen Maverick töten. Es kann so nicht weitergehen. Die einzige Möglichkeit, die ich habe, euch alle zu töten, besteht darin, euch nicht mehr anzugreifen. Die Zeit auslaufen zu lassen. Leute, ihr müsst den Chaosbaum zerstören. Ich wurde zurückteleportiert. Muss ich mit Maverick in den Tod stürzen? Wer muss sich mit Maverick in den Ellie Boy, was sollen wir tun? Wir müssen zurück zum Chaosbaum, oder Ellie Boy? Zurück. Leute, ich kann euch zum Chaosbaum teleportieren! Jetzt, Marzi, jetzt! Jetzt bist du sicher! Tu's jetzt! Ich hab das TNT im Anschlag! Komm schon, wir schaffen das! Ich bin dabei, ich versuch's gerade, es ist nicht einfach! Ist das Einzige, was ich noch machen kann, Leute! Es ist nicht mehr viel Zeit! Es wird gleich alles kaputt gehen! Okay. Ellie, du musst dringend seinen Schlüssel benutzen. Ellie Boy, nutze Schlüssel. Der Baum muss sterben. Ich kann mich nicht bewegen. Ich bin festgekettet. Ich habe alles gemacht. Ich habe mich schon getötet. Ich habe meine ganze Energie darin investiert, dass ein Pfeil zerstört wird. Der Chaosbaum folgt mir. Er kann nicht kaputt gehen. Das ist unmöglich. Ja. Ich weiß nicht, wie man den Schlüssel benutzt. Das kann man nur, wenn man ein Teil mit Gaia war. Ellie Boy, gib mir Bescheid, sobald du Schlüssel benutzt. Ich hab die Sprengladung am Chaosbaum angebracht. Das sollte sein, das wichtigste Wurzel treffen. Komm schon, Ellie Boy. Tu es! Ich hab den Schädel von Gaia. Ja. Ist das der Schlüssel? Nutz ihn, Ellie Boy, nutz ihn! Kommt her! Ich stürze mich vor euch in den Tod, Männer! Nein, musst du nicht! Revi, das machst du nicht! Komm doch runter, Revi! Nein, wir schaffen es nicht anders! Ellie Boy, schnell! Doch, hier! Platzier ihn! Platzier ihn! Spring ins Wasser, Revi! Weg! Ich hab ihn benutzt! Mach's gut, Maverick! Achtung! Oh mein Gott! Oh Gott! Leute! Es regnet Feuer! Leute,
nicht mehr viel Zeit. Ich halte das Portal noch offen. Ich weiß nicht, was es passiert. Es hat mich erwischt. Es hat mich erwischt. Portal, ich bin unsichtbar. Das Dimensionenportal wird jetzt in sich zusammenbrechen. Ich weiß nicht, was passiert, aber wir werden gleich wegteleportiert. Wohin denn? Seht ihr noch etwas? Ich bin... Was zum... Leute, wir sind in einer neuen Welt. Wie in einer neuen Welt? Was? Das Dimensionportal hat uns rausgerissen. Ich weiß nicht, wo wir sind. Wir sind irgendwo im Nirgendwo. Seht ihr etwas? Ich sehe nichts. Ich sehe gerade auch nichts. Ich bin im Nichts. Ich fliege hier aber in nichts. Wir sind im Nichts. Das ist die Dunkelheit. Das ist die Dimension zwischen dem Portal. Was machen wir jetzt? Ich habe keine Ahnung. Aber ich glaube, Maverick, so wie er es gemacht hat, ich glaube, wir haben Empire gerettet. Männer, hört mir zu. Ich bin mir sicher, dass wir irgendwann unseren Weg zurück in die Welt von Empire finden. Etwas Neues aufbauen, neue Städte erschließen und gemeinsam für Großes sorgen. Das soll nicht das Ende sein. Das ist der Neuanfang einer weiteren Epoche in Empire. Vielleicht braucht ein wenig Zeit, doch unsere Seelen sind bereit für die Wiederkehr auf die unsere Erde. Es war mir eine Ehre, an eurer Seite gekämpft zu haben. Es war mir eine Ehre, mit euch dieses Projekt bestritten zu haben. Vielen Dank für all eure Taten. Und wer weiß, vielleicht sehen wir uns in wenigen Jahren schon wieder. Vielen, vielen Dank möchte ich an dieser Stelle nennen an Masitrix und die Bauwale für dieses unglaublich heftige Finale. An meine 20.000 Zuschauer, die gerade da sind, Leute. Ich hoffe, es hat euch genauso viel Spaß gemacht wie uns. Der Server war komplett überlastet. Masi, vielen, vielen Dank. Mann. Das war bisher Empire 1. Danke vielmals an alle Zuschauer, die da waren. Danke an alle YouTuber, den Zusammenhalt. Und Leute, ich muss sagen, das Projekt war ziemlich geil. Leute, alles dank euch, geht alle mal zu Masi auf den Kanal. Geht alle mal rüber und schreibt ihm ein fettes Danke in die Kommentare. Lasst dem Boy ja vielleicht sogar ein Abo da. Ellie Boy, dir danke ich auch. Vielen, vielen Dank. Leute, was soll ich sagen? Das war Empire.